Oh, danke fürs Speichern. Geil. Gut, dass man speichern konnte. Herrlich. Naja, ist das so herrlich? Okay, das war schon mal ganz große Scheiße. Aber ich versuch's halt. So. Wenigstens muss ich dann den anderen Schmutz nicht mehr machen. Ah, das ist die Baby-Bowser-Scheiße hier. Ach. Ach, Mann. Der Level ist rotzig. Ai. Naja, zur Not habe ich immer noch einen Mini-Pilz. So. Mensch, Luigi, mach keinen Scheiß hier. Ach. Nee. Werde ich mich jetzt mal an... Kommt das? Oh nein. Da darf ich doch rennen, oder? Wie so ein Bekloppter. So. Ich weiß nicht, ich glaube, das Hörnchen ist in dem Falle gar keine so schlechte Sache. Jetzt darf ich wohl rennen. Dorstens Lieblingsstelle. Luigi! Wenigstens sagst du Luigi und nicht Mario. Ach du Scheiße. Ach so, ich muss mich in seine Clownskutsche setzen, ne? So. Oh Mann. Wow.
Schild! Das ging daneben. Oh oh. Okay, das war's. Schade, schade, schade. Bye bye. So, natürlich gibt es hier keinen Check the Point. Das ist so mies gemacht, ey. Das war Dummheit. Das war Dummheit. Das war Dummheit. Du dummes... Ach, das ist aber auch schwer. Das ist wirklich schwer. Ja. Bye bye. Bye bye. Das ist schwer. Ach du, du dickes, dummes, dummes Stück Scheiße, du... Also dick habe ich nicht gesagt, ne? Aber dummes Stück Scheiße. Da war meine Blume. Alter. Schei, 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 schei. Gibt es dann vielleicht hier auf der anderen Seite noch ein Item? Gibt's auch, herrlich. Wusste doch, mir war so. So, auf Neues. Ich hege ja immer noch der Hoffnung, dass hier ein Item ist oder sowas. Flugkörnchen wäre nicht schlecht. So. So. Dann auf ein neues, würde ich sagen. Ta-ta-ta-ta. Okay. Kann doch nicht so schwer sein, Mensch. Okay, cool. Nice. So. Run. Ach, scheiße.
So. Scheiße! So. Verdammt! Mann, oh, lass mich doch diese Scheiß-Taste drücken, Bowser, du Penner. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Boah, reicht das? Jawolla! Holla die Waldfee! Na, ich glaub's nicht. Haben wir's? Haben wir's? Oder kommt noch was? Da kommt doch noch was. Oh. Ich glaube, wir haben's. Oh, Alter. Phew. What? Oh, yeah. Pass auf, zieht sie sich aus, ist es Mario. Ich freue mich so riesig, ey, dass ich es doch noch gepackt habe. Oh. Da freuen sie sich und ich freue mich auch. Wow. Ja, feine Sache, würde ich sagen. Feine Sache, damit haben wir die Credits. Cool. Mein Fazit zu dem Spiel. Ja, das geben wir ja immer ab. So, ich sage einfach mal, es ist typisch Nintendo. Und Nintendo hat es schon geschafft, Luigi seinen Charakter so zu programmieren, dass er wirklich fies ist, also sein Rutschen. So, und jetzt sollte natürlich jeder für sich selbst entdecken, was für ihn besser wäre. Später mit dem Steuerkreuz oder später mit dem Stick. Für mich ist dieser Stick irgendwie nichts. Ja, da spiele ich lieber mit dem Steuerkreuz. Das macht mir mehr Spaß, weil, wie gesagt, Kind der 80er Jahre. Und wir kannten nichts anderes. Eigentlich kannten wir nur einen Joystick. Ja, zum Spiel an sich schon ziemlich cool. Die Level sind zum Teil ganz schön knackig. Wir haben ja nicht alle gespielt. Wir haben ja jetzt auch keine Bonuswelt. Wir haben auch nicht alle Star Coins. Würde man jetzt alle Star Coins sammeln, wären wir jetzt nicht bei, sagen wir mal, 5 Stunden. Ja, 5 Stunden.
Hätte ich nicht so gefailt, hätten wir das Ding vielleicht in 4 Stunden durchgezogen. Ich denke, es ist schon, oder ich habe schon mitgekriegt, dass es einen einfach nur krasser ist, wenn man halt die Starcoins sammelt. Ansonsten würde ich vielleicht mal überlegen, irgendwann mal. Jetzt bin ich erstmal geheilt von Luigi. Das reicht erstmal. würde ich vielleicht irgendwann mal ein Let's Play machen. Vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, wie sich das so ergibt. Ich habe erstmal noch andere Projekte am Start, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Sei es im Stream und sei es im Let's Play. Ja, dann bleibt mir im Endeffekt einfach nur zu sagen, bevor jetzt die Kürze zu Ende sind, ihr seid ein richtig geiles Publikum. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Riesendank an Panzerkralle und Riesendank an der Dorsten für eure finanzielle Unterstützung. Leute, das hätte er nicht machen müssen, ja. Aber ich meine, ich nehme es auch gerne und ich bin euch sehr dankbar dafür. Alle anderen, Drake, Sunny, da Robins Place meinetwegen auch und alle anderen, die dabei waren, die mich hier im Stream begleitet haben. Fand ich cool. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Das denke ich schon. Das habt ihr mir ja schon gesagt, dass es euch sehr gut gefallen hat. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch bei meinem nächsten Stream wieder begrüßen dürfte. Was ich da zocke, weiß ich noch nicht. Klar, Montag haben wir erstmal Super Mario World, Randomizer. Das wollen wir dann auch nochmal durchdaddeln. Dürfte nicht ganz so schwierig sein, weil das ja Super Mario World Level sind, die ich ja im Endeffekt auch recht gut kenne. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich lasse jetzt noch die Endcredits laufen. Und sage mal ganz klassisch, bis dann und ciao, euer Retro-Basti. Genießt noch die Credits, ne? Danke fürs Zuschauen, bis dann, ciao. Ach ja, vergisst nicht, 20 Uhr, Drake sein Stream. Genau, auf twitch.tv/DrakesLP. Ja, dann zieht's euch rein. Pokémon Power, Pokémon Silber. Ich bin gespannt und na, vielleicht kommt er ja auch dahin. Davon gehe ich einfach mal aus. Und dann werden wir da auf jeden Fall auch unseren Spaß haben und den Sonntagabend so schön wie möglich machen. Ne? Bevor wir dann morgen dann wieder alle arbeiten müssen. Nein, ich nicht, ich habe frei. Ja, gut, bis dann und ciao. Super, es gibt ja doch noch den Superstar Boulevard. Allerdings habe ich nicht alle Sternmünzen, also werde ich da nicht besonders weit kommen. Nee, das reicht jetzt. Na, bis dann. Tschüss.